Die Situation momentan stellt sich natürlich wie folgt dar. Man hat mit der Niederlage im ersten Rückrundenspiel in Unterhaching und den zwei weiteren Niederlagen doch einige Schläge bekommen. Dinge, die man so vielleicht nicht erwartet hat, aber die gezeigt haben, was diese dritte Liga eigentlich ist, was sie erfordert. Die dritte Liga ist eine Liga, in der du viel durch mannschaftliche Geschlossenheit, durch Teamgeist noch initiieren kannst.